Und ich freue mich, den nächsten Präsentationsslot ankündigen zu dürfen. Ja, das Ganze wird machen der Michael zu meiner Linken und der Philipp Lind von der M2M Germany. Und ja, worum es geht, sagen die beiden gleich ein bisschen genau noch wie ich. Aber im Prinzip wird dargestellt, wie man eben vom Sensor dann eben auch die Daten in das ThinkSpot-Dashboard bewegen kann mit seinen einzelnen Zwischenstufen. Freut mich sehr, euch beide hier zu haben. Herzlich willkommen und ich freue mich auf die Präsentation. Stell dich gerne mal vor, kurz vor, was du so machst bei M2M Germany. Okay, ja, guten Morgen nochmal von mir. Mein Name ist Philipp Lind. Ich bin Mitarbeiter der M2M Germany GmbH. Und da können wir direkt eigentlich auf die nächste Folie gehen. Ja. Ja, ich beschäftige mich eigentlich hauptsächlich mit IoT-Projekten, das heißt dem Konfigurieren und Einbinden von Sensoren, dem Schreiben von Parsern und am Ende auch der Visualisierung auf ThinkSpot, das heißt das Darstellen der Telemetrie. Genau, vielen Dank. Genau, wir haben heute einen Vortrag vorbereitet, ein sogenanntes Minilab, wo wir jetzt mal Step by Step vorführen möchten, wie man jetzt mit einem Sensor beginnt, ihn in Betrieb nimmt, bis hin zur Anbindung nach ThingSpot und dort auch ein Monitoring inklusive Dashboard aufbaut. Genau, dann haben wir noch mal eine Slide über M2M Germany. Da kannst du gerne auch noch mal erzählen, was ihr so konkret macht im Unternehmen, womit ihr euch beschäftigt. Genau, also wir sind Spezialist für IoT-Funklösungen mit dem Sitz in Wehrheim, das ist ungefähr 20 Kilometer nördlich von Frankfurt. Bei uns sind 20 Mitarbeiter beschäftigt, wovon ungefähr 2 Drittel in der Technik, das heißt Embedded IoT, IoT Network, der Entwicklung und dem Support arbeiten und 1 Drittel im Vertrieb tätig ist. Und da wir von der Entwicklung über den Vertrieb als auch der Installation der Sensoren, also somit in der ganzen Umsetzung von IoT-Projekten tätig sind, haben wir da auch umfassende Erfahrung mit IoT-Lösungen. Und da würde ich mal 3 kleine Beispiele nennen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Ein kleineres Beispiel war zum Beispiel die Zugangsregelung in einer öffentlichen Einrichtung. Da durften wegen Corona sich bloß 3 Personen gleichzeitig in dem Raum aufhalten. Und da haben wir mit Lichtschranken und bidirektionalem Radar dann die Personen gezählt sozusagen und das dann auch vorne am Eingang mit einem Dashboard dargestellt, ob man jetzt den Raum betreten darf oder nicht. Dann hatten wir Hochschulen und Universitäten mit CO2-Sensoren ausgestattet, einfach um die Luftqualität von den Räumen zu überwachen, beziehungsweise zu schauen, ob gelüftet wird, wie oft gelüftet wird oder ob vielleicht mehr gelüftet werden sollte. Jetzt auch sehr aktuell zu Corona. Ein bisschen größerer Case war bei den Spier Fahrzeugwerken. Da ging es darum, das Tracken von Fahrzeugen auf dem Firmengelände zu ermöglichen, da das Firmengelände aus mehreren Hallen bestand und mit einem sehr großen Parkplatz, war das Problem, dass die Mitarbeiter die Fahrzeuge nicht gefunden haben. Und da haben wir auch dann ein Ortung- und Nachverfolgungssystem aufgebaut, damit das wieder möglich war, die Fahrzeuge zu finden. Genau. Okay, danke für den Einblick in M2M Germany und die Tätigkeiten, die ihr so macht und Projekte. Dann springen wir direkt zu dem Use Case für unser Minilab heute. Das heißt, wir haben jetzt auch aus gegebenem Anlass mit den steigenden Inzidenzen jetzt auch das CO2-Monitoring als Thema ausgesucht. Dort möchten wir jetzt einen CO2-Sensor anbinden, der so Raumluftmonitoring durchführen kann. Das heißt, damit möchten wir das Ziel verfolgen, die Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen. Das heißt, gerade wenn wir jetzt in einem Raum sind, wo vielleicht mehrere Leute sitzen, dass wir dort so eine Art Alerting aufbauen. Das heißt, dass wir frühzeitig über E-Mail, SMS oder andere Wege eine Benachrichtigung versenden können, falls jetzt der CO2-Wert überschritten wurde, dass man eben auch da ein Event auslöst und dass eine Person dann vielleicht auch mal das Fenster öffnet, um den Raum zu lüften, dass sich der CO2-Gehalt wieder runterfällt. Genau, dann kann man auch auf Basis dieser Daten dann noch verschiedene Analysen fahren. Gibt es vielleicht auch Muster im Datenbestand, steigen die immer zu gewissen Zeiten? Das heißt, das sind dann auch Analysen, die hier jetzt auch noch aufsetzen können, zum Beispiel mit, wie wir vorhin gesehen haben im Vortrag, auch unter anderem mit Trends. Genau, dann sage ich noch mal kurz was zu LoRa-Sensoren, also warum soll man überhaupt LoRa-Sensoren nutzen? Als erstes dann natürlich, dass der Aufbau von privaten und öffentlichen Netzen
relativ leicht ist. Da die Sensoren meistens Batterie- oder Akkubetrieben sind, braucht man keine großen Baumaßnahmen, um diese anzubringen oder zu etablieren sozusagen. Außer das Gateway natürlich, das muss am Strom angeschlossen sein. Genau, und trotz dem Batteriebetrieb sind die sehr energieeffizient in der Übertragung als auch in dem Betrieb. Das heißt, abhängig von dem Sensor natürlich, also was für Daten der erfasst, wie häufig der die Daten erfasst und natürlich auch der Intervall der Übertragung. Davon ist abhängig, wie lang die Laufzeit ist, aber bei guten Einstellungen, guten Sensoren, kann die Laufzeit bis zu 10 Jahren möglich sein. Trotzdem haben die eine sehr hohe Reichweite, das heißt im städtischen Raum bis zu 3 Kilometern und im ländlichen Raum sogar bis zu 10 Kilometer und dabei trotzdem noch eine relativ gute Gebäudedurchdringung. Das heißt, wenn das Gateway jetzt auf dem Dachboden steht und der Sensor im Erdgeschoss ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man da trotzdem noch Konnektivität hat. Genau, es gibt eine große Auswahl an Geräten, die meisten natürlich zur Datenerfassung, wie wir jetzt gehört haben, CO2, Temperatur, natürlich auch Strom oder Gas, Bewegung, GPS. Dann gibt es aber auch noch Sensoren, die übertragen einfach externe Maschinendaten. Das heißt, zum Beispiel von einem Radlader, der über den Hof fährt, da kann man dann gucken, wie der gefahren wird, wie viel Diesel der noch hat oder sowas. Und es gibt auch noch Sensoren, die man feststellen kann. Die sind dann meistens aber auch an einer festen Stromquelle, damit die sozusagen immer zuhören können, wie zum Beispiel ein 230-Volt-Relais, was ich letztens eingebunden habe. Da kann man dann auch sogar direkt über ThingSpot dann dieses Relais steuern. Ja, und als letztes sind die Kosten relativ gering von dem Aufbau von der LoRa-Technologie, also der Infrastruktur und der Betrieb, die Kosten teilweise sogar nur 1/10 von den Kosten von Mobilfunknetzen. Also man muss keine große Antenne aufbauen, man muss keine SIM-Karte monatlich zahlen. Ja, das sind so die Hauptvorteile. Genau, dann möchten wir noch kurz zeigen, wie so die Architektur für das heutige Minilab aussieht. Das heißt, wir haben das mal hier aufgebaut. Also am Anfang stehen natürlich die Sensoren. Das werden wir exemplarisch an einem Sensor durchführen. Und dieser LoRa-Server muss sich im ersten Schritt mit einem sogenannten LoRa-Gateway verbinden. Das bedeutet, dass das Gateway dann erstmal die Daten des Sensors einsammelt. Und im nächsten Schritt müssen wir die verfügbar machen. Dann gibt es so einen LoRa-Server, über den kann man dann entweder Daten aktiv verschicken oder man kann sie abonnieren von diesem LoRa-Server. In unserem Fall werden wir da einen MQTT-Server nutzen, den dieser LoRa-Server bereitstellt. Damit können wir uns mit ThingSpot an die Daten anhängen. Das heißt, jedes Mal, wenn neue Daten ankommen, können wir diese abonnieren. Innerhalb von ThingSpot bereiten wir die Daten auf in dem Format, wie ThingSpot es benötigt und können dann direkt damit starten, erste operative Dashboards zu bauen. Das heißt, so eine Art Echtzeit-Monitoring zu machen oder vielleicht auch mal über einen längeren Vergangenheitszeitraum zu schauen, wie verhalten sich eigentlich die CO2-Werte in der Luft. Im letzten Schritt bauen wir mit den ThingSpot-Regelketten ein einfaches Alarmsystem auf. Das heißt, da tragen wir dann ein, definieren einen gewissen Schwellwert und wenn dieser überschritten wird, möchten wir dann auch eine E-Mail-Benachrichtigung versenden. Genau. So viel zur Architektur. Die ersten Schritte, mit denen wir beginnen, ist die Konfiguration des Gateways und des LoRa-Servers. Das heißt, wir haben jetzt hier in dem Fall ein Beispiel oder ein Gerät ausgewählt, was LoRa Gateway und Server in einem vereinbart. Das heißt, ich habe ein Gerät, was beides zur Verfügung stellt. Das heißt, ich brauche da keine extra Software. Ich kann alles auf einem Gerät laufen lassen. Das heißt, das muss zunächst in Betrieb genommen werden und eben konfiguriert werden. Genau, und der Sensor muss natürlich auch startklar sein. Das heißt, er muss konfiguriert sein und eingeschaltet sein, damit er mit dem Gateway kommunizieren kann. Und wie das genau geht, sehen wir jetzt in einem kleinen Video. Im ersten Schritt benötigen wir ein sogenanntes LoRa-Gateway, um die Daten des LoRa-Sensors einsammeln zu können. Hier haben wir exemplarisch ein Gerät mitgebracht, was wir zunächst in Betrieb nehmen werden. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass es nicht nur ein LoRa-Gateway ist, sondern auch ein LoRa-Server. Und somit kann es auch die Daten für die nachfolgenden Systeme bereitstellen. Das ist der MCF88 LW12 CO2-Sensor.
Der erfasst unter anderem den CO2-Wert, die Luftfeuchte, die Temperatur und den Luftdruck. Nun haben wir das Gateway in Betrieb genommen. Das heißt, wir haben es mit dem Netzwerk verbunden. Im nächsten Schritt werden wir es über die Web-Oberfläche konfigurieren. Nun sind wir auf der Web-Oberfläche des Flora Gateways angemeldet und können es dort konfigurieren. Wir haben hier verschiedene Tätigkeiten, die wir durchführen müssen. Im ersten Schritt konfigurieren wir den LoRa-Server. Das heißt, hier wählen wir aus, dass der Built-in-LoRa-Server verwendet wird, über den wir dann Nachrichten über das MQTT-Protokoll abonnieren können. Im zweiten Schritt legen wir eine sogenannte Application an. Die benötigen wir für den Sensor, damit er seine Daten erfolgreich an das Gateway übermitteln kann. Hier legen wir eine neue Application an mit dem Namen CO2-Sensor und müssen uns hier eine sogenannte AUI und einen Key generieren. Den können wir dann auf dem Sensor eintragen. Bevor wir den Sensor vorbereiten und konfigurieren, gilt es erstmal herauszufinden, ob er eine dynamische oder statische AppUI bzw. AppKey hat, der vom Hersteller teilweise vorgegeben sein kann oder man dynamisch konfigurieren kann. Um den Sensor weiter konfigurieren zu können, müssen wir als erstes eine Smartphone-App bzw. Desktop-App runterladen, um ihn weiter beschreiben oder lesen zu können. Sobald wir die App heruntergeladen haben, müssen wir den Sensor in Betrieb nehmen, das heißt eine Batterie anschließen oder den Sensor anderweitig per Anleitung aktivieren. Und wie einfach das geht, das zeige ich Ihnen jetzt mit dem Handy. Jetzt öffne ich erstmal die Hersteller-App und lese den Sensor aus. Hier sieht man die DevUI, also die feste Adresse des Sensors und bereits erfasste Werte. Außerdem Konfigurationseinstellungen für den Sensor, beispielsweise der Sendeintervall von 15 Minuten. Und hier kann man dann die DevUI bzw. den AppKey eingeben, der zur Konfiguration für das Gateway benötigt wird. Hier können wir nun die zuvor generierten Keys einfügen. Mit diesen Keys können wir nun den Sensor beschreiben. Der Sensor ist jetzt beschrieben und bereit, dem LoRa Gateway zu joinen. Nun sehen wir, dass in der Application CO2-Sensor ein neues Device angelegt wurde. Jetzt können wir prüfen, ob es auch die DevUI des LoRa-Sensors hat, die wir hier sehen können. Nun wollen wir auch sehen, ob tatsächlich Daten ankommen. Hier wechseln wir in das Menü des Sensors. Nun gehen wir auf den Bereich Live Device Data. Je nachdem, wie der Sendeintervall auf dem Sensor konfiguriert ist, dauert es unterschiedlich lange, bis Nachrichten ankommen. In dem Fall werden Nachrichten alle 15 Minuten versendet. Nach 15 Minuten sehen wir hier Einträge von neuen Nachrichten, die das Gerät gesendet hat. Diese können wir für die Anbindung an ThingSpot weiterverwenden. Genau, wir haben das aufgenommen vorab, weil wir eben bei diesem Sensor natürlich einen Sendeintervall haben von 15 Minuten. Um da jetzt nicht 15 Minuten untätig da zu sitzen und dann einfach zu warten, haben wir das schon vorab aufgenommen. Das heißt, das Video hat ja damit beendet, dass wir die Daten im LoRa-Server gesehen haben, diese Payload. Und die müssen wir jetzt noch nach ThingSpot transferieren. Und das möchten wir jetzt gerne live zeigen. Das heißt, was ist dafür notwendig innerhalb von ThingSpot? Das wäre einmal eine sogenannte MQTT-Integration. Das heißt, damit binden wir uns an diesen MQTT-Broker des LoRa-Servers an und können dort neue Nachrichten abonnieren. Der zweite Bestandteil wäre der sogenannte Data Converter. Der nimmt diese Rohdaten, diese Payload, die wir auch am Schluss des Videos gesehen haben, nimmt die und transformiert die in das Format von ThingSpot, damit die später im nächsten Schritt von der ThingSpot-Regelkette gespeichert werden kann und in der Datenbank abgelegt wird. Genau, hierfür steigen wir direkt mal in ThingSpot ein. Das heißt, wir haben in ThingSpot entsprechende Bereiche, um auch eben diese Integrations und Data Converter zu unterlegen.
hinterlegen. Im ersten Schritt legen wir diesen Data Converter an. Das heißt, ich starte hier, lege einen komplett neuen Data Converter an, gebe hier mal einen Test, MCF88 beispielsweise, CO2, gehe auf Test Decoder Function, dann habe ich hier meine Entwicklungsumgebung, um mir meinen sogenannten Converter zu bauen. Das heißt, idealerweise habe ich eine reale Payload des Sensors und kopiere mir die hier oben rein. Das habe ich schon mal so ein bisschen vorbereitet, dass wir das nicht raussuchen müssen. Das heißt, das kopiere ich einmal hier aus meinem Editor, füge es hier ein und kann einmal auf Test klicken. Das heißt, dann wird, wenn ich auf Test klicke, wird hier mein Programmcode ausgeführt und auf der rechten Seite sehe ich den Output. Das heißt, das, was jetzt ThingSpot bekommen würde von dem Sensor. Wir sehen hier auch schon so vorgefertigt so einen Beispielcode, den man dann leicht anpassen kann, eben an den entsprechenden Sensor, den man eben hat. Das heißt, ich gehe auf Test. Das heißt, hier sehe ich jetzt noch nicht so viel oder noch nicht so gut strukturiert. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, dass wir unsere Informationen aus dieser Payload eben auslesen, aufbereiten und dann eben speichern können. Im ersten Schritt schauen wir uns mal hier diesen Bereich hier an. Das heißt, hier sehe ich jetzt schon vorgefertigt Dummy-Werte. Das heißt, die sind jetzt einfach Konstanten eingetragen. Die möchten wir im ersten Schritt mal so ein bisschen dynamischer machen. Das heißt, ich mache mal hier entsprechend lösche ich mal etwas, was auskommentiert ist. Das heißt, ich brauche den Namen des Gerätes, einen Typ. Ich kann es einem Kunden direkt zuordnen. Das heißt, wenn es neu angelegt wird, neuer Sensor angebunden wird, wird er automatisch angelegt und einem Kunden zugeordnet. Das möchten wir in dem Fall jetzt nicht, deswegen lösche ich das mal raus. Lösche es hier unten auch raus. Dann haben wir einen Typ, das ist jetzt in dem Fall ein CO2-Sensor. Das habe ich jetzt, trage ich jetzt auch mal händisch hier ein. Und wir möchten das auch der CO2-Sensor auch gleichermaßen dann zuordnen. Deswegen tragen wir das auch ein. Den Namen, den sollten wir uns dynamisch aus der Payload holen. Wenn wir hier oben mal reinschauen, sehen wir jetzt einmal diese Dev-EUI. Das heißt, das ist eine eindeutige ID, die den Sensor repräsentiert. Das heißt, idealerweise nehmen wir die. Die ist jetzt als Mensch, sage ich mal, nicht so leicht lesbar wie der Device-Name unten drunter. Aber damit haben wir keine Konflikte und können den Sensor immer eindeutig zuordnen. Das heißt, wie greifen wir jetzt auf diese Daten zu? Das heißt, im ersten Schritt kommentieren wir diese Funktion aus, die konvertiert in diese gesamte Payload in ein JSON-Format, über das wir dann angenehm darauf zugreifen können. Das heißt, ich habe jetzt ein Objekt, das heißt Data, und wenn ich jetzt auf die DevUI zugreifen möchte und die jetzt hier eintragen würde, gehe ich wie folgt vor, ich nehme Data, greife mit dem Punkt-Operator, greife ich dann auf die entsprechenden Bestandteile dieses JSON zu. In dem Falle wäre das dann die DevUI. Das habe ich getan. Dann kann ich auch einmal auf Testen gehen. Und dann sehen wir jetzt schon, dass der Device-Name auf der rechten Seite hat sich geändert. Und tatsächlich entspricht er dann in dem Fall dieser DevUI auch aus der Payload. Wenn wir uns jetzt hier nochmal weiter die Daten anschauen, dann gibt es hier Attribute und Telemetrien. Das heißt, Telemetrien wären jetzt in dem Fall der CO2-Wert in der Luft. Attribute könnten sowas sein wie, wie eine Firmware-Version beispielsweise. Aber in dem Fall wollen wir uns nur auf die Telemetrien fokussieren. Dann löschen wir das mal raus. Haben es noch ein bisschen aufgeräumt. Und wenn wir jetzt nochmal auf unsere Payload schauen, sehen wir, dass sich eigentlich alle interessanten Werte, die verbirgen sich hier unter Data und die sind Base64 konvertiert, encodiert. Das heißt, wir müssen diese jetzt erstmal umwandeln in ein lesbares Format, dass wir auch jetzt auch selbst verstehen können, ja, welcher CO2-Sensor ist jetzt eigentlich in dieser Payload enthalten. Hierfür gibt es sogenannte Decoder-Funktionen, die auch in der Regel von den Herstellern zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, die haben wir jetzt hier zum Beispiel gefunden. Gibt es jetzt entweder auf GitHub, es gibt auch von anderen LoRa-Servern wie Things Network, gibt es teilweise auch Decoder, die man hier verwenden kann. Das heißt, die hole ich mir einfach, die muss ich nicht von selbst entwickeln. Kopiere mir die in den Bereich hier unten mit rein. Wenn wir uns dann mal hier anschauen, was die Funktion entgegennimmt, das heißt, sie möchte Bytes bekommen. Wir haben aber hier noch Base64 kodiert, das heißt, da müssen wir jetzt erstmal schauen, dass wir von dem Base64 in dieses Byte-Format kommen und dann auch diese Funktion aufrufen kann. Das heißt, hierfür haben wir auch sogenannte Hilfsfunktionen vorbereitet, die ich jetzt auch einfach einkopieren werde. Das heißt, einmal habe ich eine Funktion, die den Base64-String in Hex umwandelt, also einen Hexadezimalwert.
und dann noch eine zweite Funktion, die diesen dann wieder in das Byte-Format überführt. Das heißt, die nehme ich mir einmal dazu, auch als Hilfsfunktion. Kopiere mir die vor dem Decoder, habe die jetzt implementiert. Und dann möchte ich jetzt das natürlich auch alles aufrufen. Deswegen lege ich eine neue Variable an mit dem Namen Telemetrie und rufe da Base64 zu Hex auf. Das heißt, wir möchten erstmal den Wert in Hexadezimal ändern. Der verbirgt sich in diesem Data-Objekt, was wir hier einlesen, auch unter Data, deswegen Punkt Data. Das heißt, dann haben wir jetzt erstmal diesen Hexadezimalwert und dann wandeln wir den Hexstring to Byte um. Haben jetzt eigentlich alles vorbereitet, dass wir die Decoder-Function aufrufen können und rufen die dann auch noch im letzten Schritt auf. Dann kann ich jetzt hier mal einfach meinen Test aufrufen. Das heißt, hier werde ich jetzt einfach mal Telemetrie, ich nenne es mal Test. Und rufe hier Telemetrie auf. Und dann sehe ich hier schon tatsächlich auch meine Werte. Dann habe ich hier einen CO2-Wert, zum Beispiel in Parts per Million, das ist ja die Einheit. Oder auch hier andere Werte, die geliefert werden, wie zum Beispiel einen Temperaturwert, 20,74 Grad oder eine Luftfeuchtigkeit. Das heißt, damit kann ich jetzt arbeiten, mit diesen Informationen. Das heißt, die baue ich mir jetzt im nächsten Schritt auf. Das heißt, dafür werde ich jetzt nochmal dieses Objekt hier ein bisschen anpassen. Das heißt, ich habe einmal ja noch eine Zeitinformation, die ich benötige. Das heißt, dass ich es auch eindeutig in ThingsBoard zuordnen kann und auch so eine Historie, so ein Liniendiagramm beispielsweise verzeichnen kann. Das heißt, dafür habe ich hier oben noch meine Zeitinformation als Zeitstempel. ThingsBoard selbst braucht das Unix-Zeitformat mit Millisekunden. Wenn man hier ein bisschen Erfahrung hat, dann sieht man direkt, dass hier nur in Sekunden ist. Das heißt, wir müssen noch die Millisekunden ergänzen. Es gibt aber auch online ganz gute Tools, wo man dann auch diesen Unix-Timestamp einkopieren kann und dann wird immer ausgegeben, ist es jetzt in Sekunden, in Millisekunden. Das heißt, diese Information brauchen wir jetzt im ersten Schritt und schreiben die hier in TS rein. Das heißt, das ist ein vorgegebener Key, den man hier verwenden sollte. Data Timestamp. Und um da jetzt noch die Millisekunden hinzuzufügen, machen wir einfach mal 1000. Das heißt, dann werden einfach noch 3 Nullen angehängt. Das wäre der Part. Der nächste Part wäre Values, was wiederum ein JSON-Objekt ist. Und in dem kann ich mir jetzt aufbauen, welche Felder ich jetzt eigentlich haben möchte. Das kann ich jetzt wie folgt machen. Ich habe jetzt zum Beispiel den CO2-Gehalt. Der könnte dann so aussehen. Und dann greife ich auf Telemetrie zu. Und auf der rechten Seite sehen wir den Key CO2-1, dann nehmen wir den hier, hängen ihn an, testen es und dann hätten wir jetzt zum Beispiel eine Beispiel-Payload, wo wir jetzt, die wir in ThingsBoard direkt so speichern können, einmal den Zeitbezug auf Millisekundenebene und hier den CO2-Wert. So könnte das aussehen. Ich werde das jetzt nicht komplett abtippen, nochmal für alle anderen Werte. Das habe ich jetzt auch nochmal vorbereitet. Das heißt, ich kopiere mir noch einmal diese Payload hier. Und dann können wir mal direkt in einen bestehenden reinspringen, der heißt hier auch CO2-Sensor. Gehen hier auch mal in den Bearbeitungsmodus, testen es. Fügen sie ein, gehen auf Testen und dann sehen wir hier jetzt so eine Payload, wie sie aussehen könnte. Das heißt, da sind jetzt auch noch andere Telemetriewerte wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck etc. enthalten. Damit haben wir unseren Data Converter gebaut. Im letzten Schritt müssen wir jetzt diesen Data Converter noch an eine MQTT-Integration hängen. Das heißt, wir müssen ja ThingsBoard noch sagen, wo kommen die Daten eigentlich her für diesen Data Converter. Das machen wir dann in einer sogenannten Integration. Das kann man hier auch einfach anlegen. Es gibt diverse Typen an Datenquellen. Das heißt, ich habe jetzt auch noch andere LoRa-Server, die ich anbinden könnte. Loriot beispielsweise oder auch ein ChirpStack-LoRa-Server, den man anbinden könnte. Das heißt, hier habe ich verschiedene Funktionen oder was auch interessant sein könnte, wäre beispielsweise Kafka als Datenquelle. Aber in unserem Fall suchen wir den für MQTT und dort habe ich eben verschiedene Einstellmöglichkeiten. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel den Host eingeben, wo meine Daten herkommen. Wäre jetzt in dem Fall das hier. Kann auch hinterlegen, was ausgeführt werden soll. Das heißt, welcher Data Converter soll ausgeführt werden auf die Daten, die über diese Integration einlaufen.
Das heißt, dann kann man dann hier per Drag and Drop sich einfach das oder per Dropdown raussuchen, welcher Converter da aufgerufen werden sollte. In dem Fall wäre das der CO2-Sensor. Und im letzten Schritt müsste ich natürlich dann auch noch sagen, welche Topics ich von dem MQTT-Broker abonnieren möchte. Das könnte man dann hier eintragen über entsprechende Filter. Genau, aber auch das haben wir nochmal vorbereitet. Das heißt, es würde dann final so aussehen. Das heißt, dann haben wir hier den Host, den Port und hier ist beispielsweise das Topic, um explizit die Daten von diesem einen Sensor auslesen zu können. Damit haben wir diesen Schritt auch abgeschlossen. Das heißt, das wäre der Part 3, um die Daten von LoRa-Server zu ThingSpot zu bekommen. Jetzt hätten wir dann die Daten in ThingSpot enthalten. Die sind dort gespeichert und dann können wir direkt starten mit dem nächsten Schritt. Genau, das würde dann auf das Thema Dashboard zielen. Da übernimmt jetzt gleich der Philipp für diesen Part. Ich werde aber auch nochmal eine kleine Vorbereitung machen. Das heißt, erstmal schauen wir uns den Sensor an, der unter der Gruppe CO2-Sensors angelegt wurde. Und dort kopiere ich mir einmal den Namen des Sensors, weil den kann ich mir jetzt auswendig nicht merken. Genau. Dann gehen wir auf Dashboard-Gruppen. Den haben wir mal als vorbereitet als eine Gruppe, wo wir jetzt ein neues Dashboard anlegen möchten. Dann gehe ich einfach mal auf Test 1, 2, 3 oder wie auch immer. Das heißt, ich möchte einfach nur ein leeres Dashboard anlegen. Öffne dieses und dann sehen wir, dass es jetzt einfach eine grüne Wiese ist tatsächlich. Und hier können wir jetzt dann damit beginnen, erstmal auszuwählen, welchen Sensor wir visualisieren möchten. Das heißt, dann gehen wir einmal hier auf Entity Alias. Das heißt, damit selektieren wir das Gerät, was wir anzeigen möchten. Da sage ich mal CO2-Sensor. Wähle mir hier ein einzelnes Objekt aus vom Typ Gerät. Und dort kopiere ich mir den Namen rein. Und dann sieht man hier auch schon als Vorschlagwert tatsächlich, dass hier der Sensor vorhanden ist. Wir speichern das hier auch nochmal ab. Und dann sind wir eigentlich startklar, um auch direkt mit der Bearbeitung loszulegen. Das heißt, wir können jetzt hier ein erstes Dashboard für das Monitoring aufsetzen. Genau. Und erstmal nochmal zu dem Alias. Das ist sozusagen eine Referenz auf den Sensor. Da kann man natürlich auch Gruppen von Sensoren oder andere Entitäten aus ThingSpot darstellen bzw. auswählen. So, als erstes wollen wir ein Widget erstellen, um die Daten zu visualisieren. Da gibt es hier eine ganze Menge an verschiedener vorgefertigter Widgets. Man sieht hier, man kann auch eigene Widgets erstellen. Aber um jetzt erstmal einen Überblick über die Werte zu haben, nehmen wir ein Card-Widget und da nehmen wir die Time-Series-Tabelle-Table. Und hier wählen wir unsere Referenz auf den CO2-Sensor aus, den wir erstellt haben. Und hier können wir die Keys auswählen, die wir dann in dieser Tabelle darstellen wollen. Das heißt, für uns ist jetzt mal interessant, Temperatur, CO2 und Luftfeuchte beispielsweise. Dann stellen wir noch die Zeit um der Telemetrie, die wir uns anschauen wollen. Die letzte Minute wird wahrscheinlich keine Nachricht reingekommen sein, weil wie schon gesagt, der Intervall war ja auf 15 Minuten. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal die letzten 5 Stunden beispielsweise an. Und erstellen das Widget. Und hier sieht man auch jetzt die Daten mit dem Timestamp von den letzten 5 Stunden. Das ist auch ganz gut zur Übersicht. Also wenn man ein neues Dashboard erstellen will und noch nicht genau weiß, wie die Daten ankommen oder wie die Daten aussehen, sich erstmal so eine Tabelle zu erstellen mit allen Daten oder allen Daten, die man nutzen will. Natürlich kann man jetzt auch noch ein beispielsweise Alarm-Widget anlegen. Das sehen wir gleich bei Michael, wird das nochmal zeigen, wie man da eine Rule-Chain erstellt. Da wählen wir jetzt auch wieder die Referenz auf unseren Sensor aus. Und wir wollen alle Alarme angezeigt bekommen, das heißt auch schon Alarme, die in der Vergangenheit liegen. Und hier sehen wir, heute gab es noch keinen Alarm. Wenn wir jetzt aber mal in den letzten 30 Tagen gucken, genau. Und da hätten wir jetzt schon einen Alarm oder mehrere Alarme, 2 Alarme. Ja, was noch interessant ist an Widgets, ist, dass
ist ein Graph. Dann wählen wir jetzt auch wieder die Entität aus. Hier machen wir mal nur den CO2-Verlauf und wählen hier wieder einen Zeitraum, wo wir ein bisschen interessanteren Intervall haben. Fügen das hinzu. Und da sehen wir hier unten den CO2-Verlauf vom letzten Tag. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel ganz gut sehen, wenn mal das Fenster geöffnet wurde oder sowas, dann gibt es da Spikes nach unten oder nach oben. Aber hier kann man sehr gut beobachten, wie zum Beispiel die Luftqualität im Raum ist. Genau, und wenn man da fertig ist, kann man das speichern, dann bleibt das so. Und wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe gibt als jetzt so ein rudimentäres Dashboard nur, dann kann das auch so aussehen, das ist schon mal vorbereitet. Also hier sehen wir dann leicht benutzerdefinierte Widgets mit den Icons hier und der Übertragungszeit. Man kann natürlich auch eine E-Mail-Benachrichtigung beispielsweise einfügen, wenn der CO2-Wert zu hoch ist, dass dann eine ausgewählte E-Mail dann eine Notification bekommt. Ja. Genau. Und als nächstes zeigt euch jetzt Michael, wie man eine Rule Chain schreibt für den Alarm, glaube ich. Genau. Vielen Dank, Philipp, für die kurze Demo, wie man jetzt auch ohne Programmieraufwand sich so ein Dashboard mehr oder weniger zusammenschieben kann. Das geht ja dann tatsächlich sehr intuitiv bei ThingsBoard. Genau, und jetzt möchten wir nochmal einen Blick auf diese Regelketten werfen. Das heißt, Philipp hat ja dieses Widget gezeigt, wo man auch so Alarme sehen kann. Das heißt, wie können wir jetzt einfach auch überhaupt diese Alarme generieren erstmal? Dazu steigen wir in die sogenannten Rule Chains ein, die ich gleich erklären werde. Da mache ich auch gleich schon mal eine vorbereitete Regelkette auf, die treffend CO2-Alarm heißt. Genau, die hat sich hier geöffnet. Dann sieht man jetzt auf der linken Seite verschiedene Knoten, mit denen man arbeiten kann, um jetzt so eine Datenverarbeitungsstrecke zu bauen. Das heißt, ich habe zum Beispiel was zum Filtern, wenn ich bestimmte Geräte filtern möchte oder nach einem bestimmten Wert filtern möchte. Ich kann meine Payload anreichern durch andere Informationen, die ich schon innerhalb von ThingsBoard gespeichert habe. Ich kann meine Daten transformieren. Das heißt, wenn ich einfache Berechnungen machen möchte, vielleicht eine Konvertierung von Grad Celsius und Fahrenheit beispielsweise, das könnte ich damit machen. Ich habe diverse Aktionen, die ich anstoßen kann. Werden wir gleich auch sehen, zum Beispiel das Anlegen von neuen Alarmen. Ich habe einen Bereich für Analytics, um Aggregationen zu machen. Das heißt, ich kann Durchschnitte berechnen über einen bestimmten Zeitraum. Und ich habe zum Schluss noch einen Bereich External. Das heißt, da kann ich externe Systeme anbinden. Ich kann zum Beispiel mit den Regelketten im Alarmfall dann meine Daten wieder raussenden. Zum Beispiel wieder an MQTT-Broker, dass ein anderes System sich bedienen kann von den Informationen. Oder eben an Kafka-Cluster. Oder was auch noch wichtig ist, natürlich dann der SMS-Versand, den wir auch gleich sehen werden. Das kann ich mal minimieren. Das heißt, rein visuell kann ich die dann so bewegen und miteinander verknüpfen. Das heißt, ich habe immer in der Regelkette eigentlich einen Eingang, wo meine Daten herkommen. Die fließen jetzt in den ersten Knoten und dort habe ich eine Prüfung drin. Das heißt, dort prüfe ich im ersten Schritt, ist der Sensor überhaupt von dem Typ CO2-Sensor? Weil es interessiert mich jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen Parkplatzsensor habe, also einen Parksensor, interessiert mich ja nicht der CO2-Gehalt. Das heißt, ich habe diese Information ja ohnehin nicht, deswegen kann ich da schon vorab alle Sensoren herausfiltern, die mich nicht interessieren. Im nächsten Schritt kommt jetzt die eigentliche Schwellwertprüfung. Das heißt, dort prüfe ich in der zweiten Stufe, ist der CO2-Gehalt, der mir hier in dieser Payload angeliefert wird, größer gleich 1000. Hier wählen wir jetzt einen statischen Wert. Ich könnte aber auch hier an der Stelle dynamische Werte vergeben. Das heißt, dass vielleicht unterschiedliche Sensoren unterschiedliche Schwellwerte haben. Das heißt, den haben wir auf 1000 gesetzt und dann kann ich mir jetzt hier an diese Verbindungspfeile kann ich mir Bedingungen hängen. Das heißt, ist die Bedingung true, also ist der Wert tatsächlich über oder gleich 1000, gehe ich den oberen Pfad entlang. Ist es nicht der Fall, gehe ich den unteren Pfad entlang. Das heißt, hier unten sehen wir dann eine Aktion Clear Alarm. Das bedeutet, wenn ein existierender Alarm in der vorherigen Payload noch aktiv war und der Wert mit der neuen Nachricht gesunken ist unter diese 1000, beispielsweise wenn jemand das Fenster geöffnet hatte, dann wird der Alarm automatisch bestätigt von ThingsBoard. Das heißt, dann muss jetzt niemand
dann doch nochmal hingehen und sagen, der ist jetzt schon freigegeben, das Problem besteht nicht mehr. Das heißt, das wäre der untere Pfad. Ein. Das heißt, ich habe hier einmal den Namen, den ich vergeben kann und den Inhalt der Nachricht. Das heißt, ich kann mir beispielsweise auch den CO2-Wert, der zu diesem Zeitpunkt gemessen wurde, auch in diese Nachricht reinschreiben, in diese Alarmnachricht, dass das später vielleicht besser korrelieren kann und eine Root-Cause-Analyse durchführen kann. Oder ich habe vielleicht auch andere Informationen, zum Beispiel Luftfeuchtigkeit, die würde ich auch noch da reinschreiben. Das heißt, da kann ich den Inhalt definieren und dann habe ich noch den Typ, den ich frei wählen kann. Dann kann ich verschiedene Klassen von Alarmen bilden. In dem Fall wäre das jetzt CO2-Aerosol-Konzentration. Und letztlich habe ich noch die Möglichkeit einzustellen, wie kritisch dieser Alarm ist. Ist jetzt ein hoher Alarm, deswegen haben wir jetzt hier Major. Es kann aber auch Minor sein, Warning oder eine andere Klasse, bis hin zu kritisch. Das heißt, die gleiche Variante haben wir hier oben auch konfiguriert, nur eben mit der kritischen Dringlichkeit. Und dann geht es weiter in den nächsten Block. Wenn also der Alarm erfolgreich angelegt wurde, möchten wir eine E-Mail erzeugen. Das heißt, da haben wir einmal, bauen wir den Inhalt der E-Mail auf. Das heißt, einmal haben wir die Empfänger und den Versender. Das heißt, in dem Fall wäre das jetzt unsere ThingSpot-Installation, die die E-Mail versendet. Ich habe hier Empfänger, wo auch beispielsweise meine E-Mail-Adresse dahinter steht. Und ein bisschen unten kann ich dann einen Betreff festlegen, den ich auch dynamisch mit Parametern befüllen kann. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht für jeden Sensor einen unterschiedlichen Betreff haben. Ich kann das hier über diesen Device-Type-Platzhalter kann ich das dann dynamisch machen. Und dann habe ich hier noch das Body-Template, das entspricht dann dem eigentlichen Inhalt der E-Mail. Damit habe ich meine E-Mail angelegt, also das heißt den Inhalt definiert. Im letzten Schritt versende ich dann die E-Mail aktiv. Das heißt, dann gibt es hier diesen External-Knoten Send E-Mail und hier kann ich entweder die bereits definierten SMTP-Credentials oder Connections verwenden oder ich kann hier auch sagen, ich möchte hier eine eigene nochmal explizit hinterlegen, um da auch einen anderen E-Mail-Server zu verwenden. Genau, damit habe ich jetzt so eine einfache Regelkette aufgebaut, die dann aktiv monitoren kann und dann auch proaktiv Personen informieren kann, damit rechtzeitig und zeitnah geöffnet wird, um darum eben das Risiko einer Ansteckungsgefahr zu reduzieren. Genau, damit wären wir schon am Ende unseres Vortrags. Gibt es Fragen, die Sie haben? Ja, Philipp, Michael, erstmal vielen Dank für den Vortrag, der auch sehr interessant war und jetzt hier auch mal den Hands-on-Part quasi abgedeckt hat. Ich denke, jetzt auch eine gute Ergänzung war, also wenn wir uns anschauen, was die Leute dann auch für Fragen hatten im Vorfeld, war ja immer das Thema Analyse, was wir im ersten Vortrag sehr stark gesehen haben, aber außerdem die Datenzugriff. Und das haben wir ja gerade hier auch von euch beiden sehr anschaulich gezeigt bekommen. Tatsächlich gibt es auch eine Frage aus dem Publikum. Christoph Kessler fragt, hallo, macht es nicht mehr Sinn, die Alarmierung über Devices Profiles zu realisieren? Genau, das ist eine gute Frage. Tatsächlich gibt es noch so eine Möglichkeit, die noch nicht ganz so lange bei ThingSpot inkludiert ist, dass man sogenannte Device-Profiles definieren kann und über diese das auch zusammenklicken kann. Das heißt, ich kann da auch meine Schwellwerte hinterlegen. Die Erfahrungen zeigen aber auch, dass die manchmal diese Einstellungen nicht flexibel genug sind und dass man über diese Regelketten einfach noch viel mehr Bedingungen machen kann. Das heißt, man ist viel flexibler, um sich eine Alarmlogik aufzubauen. Das heißt, ich kann ja auch sein, dass ich mehrere Werte prüfen muss. Ich muss vielleicht gucken, wie der Sensor auch in Beziehung mit einem anderen steht. Das heißt, es hat sich gezeigt, dass wir dann doch über die Regelketten dann doch noch flexibler sind, was diese Logiken angehen. Aber grundsätzlich wären die Device Profiles ein Weg, den man auch gehen kann. Okay, prima. Also
Für mich wäre die Frage beantwortet. Ich hoffe für den Herrn Kessler auch, aber ich gehe mal davon aus, dass das der Fall ist. Ja, ich würde sagen, wir warten noch einen ganz kurzen Moment. Wenn noch jemand eine Frage an Philipp und Michael hat, dann kann er sie gerne in den Chat posten oder aber in die Frage- und Antwort-Sektion im Zoom. Ich schaue gerade nochmal. Ja, Christoph Kessler schreibt Danke, also ist auf jeden Fall auch beantwortet. Okay, ansonsten keine Fragen mehr, dann machen wir weiter im Programm. Also nochmal vielen Dank an euch beide. War eine tolle Präsentation und auch ein super Video, was das auch nochmal schön gezeigt hat.